Ihr Hauptquartier an Ziffer 9. Ich sorge dafür, dass eure Ankunft bei der Stationskontrolle genehmigt wird. Ziffer, ihr befindet euch jetzt 40.000 Kilometer über Belsavis, der größten Strafkolonie der Republik. Habt ihr Lust, euren kriminellen Ruf aufzufrischen? Ich habe auf einem halben Dutzend Welten Piraten getötet. Ein paar mehr machen keinen Unterschied. Hier geht es um mehr als um Ex-Piraten, fürchte ich. Wächter 3? Das Belsavis-Gefängnis wurde im Geheimen erbaut, um dort die gefährlichsten Individuen der Galaxis zu verwahren. 3 Hauptebenen, tausende spezialisierter Zellenblocks, in denen alles vom Changeling bis zum Sith Lord einsetzt. Wir wissen seit knapp einem Jahr von der Existenz des Gefängnisses. Jetzt haben wir begriffen, dass die Verschwörer Belsavis zu ihrem eigenen Nutzen unterwandert haben. Werden Sie nicht schockiert sein, wenn ich auftauche? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Die Verschwörer haben ihre Verbindungen in der Republik spielen lassen, um einen besonderen Abschnitt errichten zu lassen. Den Hochsicherheitstrakt 23. Er liegt irgendwo hinter den Fremdlingszellen und dem Vernichtungstrakt. Er wurde errichtet und abgeriegelt, als Belsavis gegründet wurde. Keiner gelangt hinein. Es ist der bestbewachte Bereich im bestbewachten Gefängnis der Galaxis. Ihr werdet dort einbrechen und herausfinden, was dort verborgen ist. Ich schätze, dort gibt es mehr als nur ein Vorhängeschloss als Schutz. Wir wissen es nicht. Im restlichen Gefängnis wird alles, vom Laser über Kraftfelder bis hin zu Sterilisationsgas, eingesetzt. Vor 2 Jahrzehnten hat eine Gruppe von Häftlingen von dem Trakt erfahren und versucht, dort einzudringen, in der Hoffnung darin, etwas zu finden, das bei der Flucht helfen könnte. Diebe, Sicherheitsexperten, die Elite der Unterwelt. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt, aber sie hatten den richtigen Einfall. Ihr werdet euer eigenes Team im Gefängnis zusammenstellen. Gebt euch ebenfalls als Häftling aus und habt dort Erfolg, wo die letzte Gruppe gescheitert ist. Ist jemand Besonderes für mein Team eingeplant? Ihr findet Vorräte und ein detailliertes Dossier in unserem Außenposten auf der Planetenoberfläche. Unsere Militärstreitkräfte stacheln Unruhen an, um einen Vorteil im Krieg zu gewinnen. Sie lenken die Republik ab und sollten eure Operation decken. Aber vergesst bloß nicht, die Häftlinge werden euch nicht dankbar sein. Aufseher Ende. Wiedergabe starten. Autorisierung Ziffer 9. Ziffer, Ihr Infiltrationsagent Bugs Cola. Ich habe eine Liste der Häftlinge erstellt, die über hilfreiche Fähigkeiten verfügen, um in den Hochsicherheitstrakt 23 einzubrechen. Das ist Kenyon Slyke, Attentäter und Ausbruchskünstler. Sein Bruder starb vor ein paar Jahren, als er in den Trakt eindrang. Slyke kann den Plan seines Bruders rekonstruieren und neu abwägen. Er hasst Autoritäten, auch die Imperialen. Dann Chaney Barrow, Hacker und Computerexpertin, ehemalige Top-Saboteurin der Exchange, motiviert durch ihre Gier und ihren Groll. Ota, ehemaliger Söldner und Kopfgeldjäger, von den Mandalorianern wegen unehrenhaften Verhaltens ausgestoßen. Er wird für Unterstützung und Sprengstoff sorgen. Und zu guter Letzt, Parkos. Keine Informationen über seine Verbrechen, aber er ist ein fremdartiger Fährtenleser, dessen Volk durch Wände sehen kann. Er ist in der Nähe von Fallen sehr nützlich. Diese Leute sind unberechenbar und extrem gefährlich. Präsentiert euch ebenfalls als Häftling. Gebt eure Zugehörigkeit nicht zu erkennen. Starke Kerle und empfindliche Freaks. Das ist ja wie mit der alten Bande rumzuziehen. Irgendwie glaube ich, dass diese Gruppe nicht lange zusammen sein wird. Wie ich schon sagte. Ihr werdet Sprengstoff einsetzen, um die Häftlinge zu befreien. Verseht jede Gefängniszelle mit einer Sprengkappe und begebt euch dann zum republikanischen Sicherheitszentrum. Verwendet die Sicherheitskonsolen, um eventuelle Ausfallsicherungen zu deaktivieren und stellt den Kontakt zu den Häftlingen her. Ihr könnt die Sprengkappen fernzünden. Die Karten- und Unterschlupfkoordinaten sind beigefügt. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Warnung! Sicherheitssysteme werden deaktiviert. Häftlingsakten von Kenyon Slyke, Chaney Barrow, Ota und Parkos öffnen. Zellenausfallsicherungen deaktivieren. Zellenausfallsicherungen deaktiviert. Verteidigungsmaßnahmen werden bei Ausbruch nicht aktiviert. Kommunikationsverbindung öffnen. Ihr seid jetzt einer von ihnen. Lasst sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Hört zu. Ich habe ein Angebot zu machen.
Im Moment verrottet ihr im Gefängnis. Die Unruhen werden schlimmer. Ihr könntet sogar verhungern. Ich stelle ein Team für einen Job zusammen und brauche dafür gute Leute. Eure Freiheit ist ein Vorschuss auf die Bezahlung. Die Türen gehen in 10 Sekunden hoch. Auf eurer Holokarte seht ihr den Treffpunkt. Ich erwarte euch dort. Hoffentlich haben sie es geschluckt. Skorpion-Transmission aktiviert. Das war eine äußerst wortgewandte Rede. Nur das Publikum war schlecht gewählt. Janie Barrow ist zum Beispiel nur der drittbeste Hacker auf Base. Ich habe die anderen beiden jetzt getötet. Zeig dich. Mit wem rede ich? Viel Glück dabei, die Häftlinge zur Zusammenarbeit zu bewegen. Wir sprechen uns wieder. Aber Ota, so redet man doch nicht, wenn eine Dame dabei ist. Es liegt in meiner Natur, Blut zu vergießen. Das will ich nicht verbergen. Und auch nicht länger warten. Das wird wohl auch nicht nötig sein. An dem Unruhestifter sollten wir ein Exempel statuieren. Wir sind dankbar, dass ihr uns befreit habt. Und jetzt flieht, bevor ich euch erwürge. Ein großzügiges Angebot. Ich werde es überdenken. Blöd. Einfach nur blöd. Einige von euch wissen ja schon vom Hochsicherheitstrakt 23. Das tiefste Verlies in diesem Knast. Zusammen können wir es schaffen, da reinzugehen. Wir brechen ein und holen uns, was sie dort verstecken. Das wird der Raubzug des Jahrhunderts. Wenn ihr mir folgt, werden wir alle reich. Tot. Einfach so. Hey, achtet nicht auf Janie. Ich bin Canyons Like. Das da ist Parkos. Und Ota habt ihr gerade umgelegt. Ihr klingt ja sehr selbstsicher. Aber Hochsicherheit bedeutet mehr als Fenster einzuschlagen und ein paar Kehlen durchzuschneiden. Dort erwarten uns schlimme Dinge. Für einen Profikiller seid ihr ein ganz schönes Weichei. Ich besitze gesunden Menschenverstand. Und ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Vor Jahren hat mein Bruder mal versucht, wovon ihr redet. Er hat Fallen vorgefunden, Sensoren, Panzertüren, Kraftfelder. Er hat es nicht überlebt. Es kann nur gelingen, wenn man die Sicherheitssysteme so weit wie möglich kurz schließt und den Rest dann irgendwie durchsteht. Das erfordert viel Vorbereitung, die wir nicht geleistet haben. Und die richtige Ausrüstung. Niemand hat behauptet, dass es leicht würde. Aber wenn ihr nicht ganz davon überzeugt seid... Ich bin dabei. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Dann schreibe ich mal auf, was wir so brauchen. Bestimmt haben die Leichen ein paar Werkzeuge bei sich. Zwar sicher nur Standardware, aber seht doch mal nach. Repulsorspulen, Beatmer, Computerstifte, Carbonitfallen? Wo sollen wir die denn hernehmen? Schaut nicht mich an. Mein Bruder hat 5 Jahre gebraucht, um das alles zu beschaffen. Mal sehen, wie unser Wunderheld das fertig bringt. Macht euch bereit. Wir nehmen jedes Versteck und jedes republikanische Schiff auseinander, bis wir haben, was wir brauchen. Ein bisschen Sport kann mir nicht schaden. Was? Hey, die Labore. Die medizinischen Einrichtungen. Die Labore werden sicher abgeriegelt. Und die Wärter richten eine Todeszone ein, damit wir dort nichts plündern können. Die Labore haben alle möglichen Geräte und können auch noch mehr beschaffen. Wenn einer von uns sich reinschleicht und die Hintertür öffnet, dann kann der Rest von uns folgen. Von einem Labor auf Belsavis habe ich noch nie gehört. Es ist in der nächsten Sicherheitszone. Angeblich ein medizinisches Labor, aber jeder weiß, dass sie dort an Häftlingen experimentieren. Die Idee ist total bekloppt, aber eine bessere haben wir wohl nicht. Falls ihr überlebt, können wir uns sicher noch weiter unterhalten. Turbolift aktiviert. Sieh an, wer immer noch am Leben ist. Hier ist ganz schön was los. Ich habe uns zum Turbolift gebracht. Hey, die haben Datenstifte.
Ich wette, diese Chemikalien würden einen guten Preis erzielen. Ich kann meinen Kortikaldatenstift wieder zum Laufen bringen. Schnappt euch, was ihr könnt. Danach müssen wir Vorbereitungen treffen. Der Boss ist ja doch keine Spaßbremse. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Ich weiß es zu schätzen, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben. Ich werde ihre Tode kunstvoll inszenieren. Ihr müsst einen Alarm ausgelöst haben. Ich habe nichts gemacht. Uns wird nichts passieren. Waffen bereit, Augen offen halten. In diesen Laboren wurde die Aggression von Fremdlingen erforscht. Ich habe vollen Zugang zu den Systemen und den eingesetzten Chemikalien. Was ist das? Das Aerosol SLV-88 wurde zur Gedankenkontrolle und Aggressionssteigerung entwickelt. So gut habe ich mich schon ewig nicht mehr gefühlt. Hey! Genießen Sie den kurzen Moment dieser Erfahrung. Das wollte ich schon seit langem tun, Agent. Bewusstseinskontrolle. Aber diese Verteidigungstechnik sollte in der Galaxis überhaupt nicht verbreitet sein. Interessant. Wir werden diese Diskussion später fortsetzen. Na und, was ist? Ich weiß nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte. Ich glaube, wir sind alle nochmal davongekommen. Was für ein Sicherheitssystem. Wir sind noch nicht mal im Hochsicherheitstrakt. Was hat uns da gerade angegriffen? Einer von euch muss das doch wissen. Keine Ahnung, Boss. Mein Bruder konnte uns nichts mehr davon erzählen. Ich werde mich dann mal in die Computer hacken. Vielleicht finde ich da ein Inventar der Ausrüstung. Ja, ja. Nein. Es ist fast alles hier. Die verflixten Geräte sind aufgelistet. Aber manche Stücke werden nicht im Labor aufbewahrt. Ich kann rausfinden, wo sie sind. Ihr macht das prima. Lasst hören, was ihr rausgefunden habt. Carbonitfalle. Die ist in der Waffenkammer. Die braucht ihr, um euch einzufrieren. Und so eure Lebenszeichen vor den Scannern im Hochsicherheitstrakt zu verbergen. Anders kommt ihr da nicht rein. Eine verbrauchte Maranium-Batterie. Befindet sich im Sondermüll. Die Strahlung schwächt die Versiegelung der Tür. Alter Trick der schwarzen Sonne. Antistrahlenserum. Wasserfilter. Das hilft, die Strahlung der Batterie zu überstehen. Naja, wenn weiter nichts fehlt, sollten wir uns nicht beschweren. Wir anderen packen hier alles zusammen und schleichen uns schon mal zur nächsten Sicherheitszone. Vorausgesetzt, ihr könnt diese drei Teile noch beschaffen. Carbonitfalle aus der Waffenkammer, Batterie aus dem Sondermüll, Serum aus den Wasserfiltern. Ihr macht hier alles fertig und ich besorge die Sachen. Wird erledigt. Hey Boss, wir sind es. Wir haben alles aus dem Labor. Parkus hat ein Versteck für uns gefunden, vor dem aus wir unseren nächsten Schritt planen können. Schicke Koordinaten. Wir treffen uns dort. Wie viele Wärter-Droiden gibt es noch da draußen? Ich habe euch doch schon gesagt. Dann sag's mir nochmal. Gib mir das Messer. Ich will's auch mal versuchen. Was ist denn hier los? Uns ist ein Wärter zugelaufen und wir hatten ein wenig Spaß mit ihm. Habt ihr ihn befragt? Er weiß nicht viel. Nachdem die Häftlinge und die Imperialen hier waren, sind die Wärter nicht in bester Verfassung. Er war uns bei den Karten behilflich. Und meine Sicherheitsstufe ist jetzt grün. Mehr kriegen wir aus dem nicht raus. Soll ich jetzt auffischen? Macht kurzen Prozess. Wir müssen wieder an die Arbeit. Bitte nicht! Wenn ihr schon auf Belsavis arbeitet, solltet ihr wissen, was euch blüht. Schaut mal. Hier ist das Zeug aus dem Labor. Parkos hat uns was zusammengestellt. Der Körperschutz reicht aber nicht aus.
Da ist auch noch der Computer. Die Scorpio-Sanktionen. Das Ding hat uns schon genug Probleme bereitet. Ich glaube, die Sanktionen sind ein Programm, das im Hochsicherheitstrakt läuft und auf das übrige Gefängnis zugreift. Es kontrolliert Kraftfelder, Scanner und so weiter. Eure Ausrüstung ist nur die Hälfte wert, solange das Programm noch läuft. Als mein Bruder umkam, hatte er keinen Hacker dabei. Sie könnte recht haben. Ich bin ja gut, aber das Programm kann ich nicht deaktivieren. Wir müssen es ablenken. Software lässt sich nicht so leicht ablenken. Ich kann die Sicherheitsdroiden auf der oberen Ebene unter meine Kontrolle bringen und ihre Programmierung außer Kraft setzen. Wenn wir dann zum Hochsicherheitstrakt gelangen, lassen wir es knallen. Ich sorge dafür, dass die Droiden jeden einzelnen Alarm im Gefängnis auslösen. Das verwirrt das Scorpio-Programm und gibt uns wenigstens ein paar Minuten. Schlaues kleines Ding. Ihr könnt ja schon mal meine Außerkraftsetzungsbefehle in die Droiden einspeisen, während Parkus und ich hier noch arbeiten. Dann können wir bald rein. Habt ihr alles beisammen? Wir gehen auf Droidenjagd. Nähert euch jedem Droiden einzeln und verwendet diese Computerstifte. Danach hören sie auf zu schießen. Vorher nicht. Sobald wir genügend vorbereitet sind, sage ich euch Bescheid. Hier, Chaney. Habe ein Signal von den Droiden erhalten. Meine Überbrückung funktioniert, aber... Es gibt eine automatisierte Wartungsanlage. Sobald sich die Droiden dort zum Aufladen und zur Reparatur melden, werden meine Überbrückungen gelöscht. Sie muss zerstört werden. Ihr seid die Technik-Expertin. Schaltet sie von außen ab. Das geht nicht. Die Hauptsysteme sind in einer alten, fremdartigen Technologie kodiert. Schlimmer als ein Horrorwitt. Die Verteidigung ist ziemlich stark. Vielleicht kann die Anlage sogar neue Werte herstellen. Doch wenn ihr die Kernmaschine zerstört, legt ihr sie lahm. Deine Drohungen werden lahm. Bringen wir es hinter uns. Noch nicht. Aber alles läuft nach Plan. Als sie die Kernmaschine zerstörten, haben sie meinen Mikrodroidenschwarm freigesetzt. Kleine Roboter, die Fleisch durchbohren können wie Stechmücken. Sie werden ihre Begleitung infizieren und wenn sie den Hochsicherheitstrakt 23 erreichen, sind sie allein. Und? Was meint ihr? Nicht gut. Eine Impulsbombe kann dieser Wand nichts anhaben. Wir müssen uns was Neues ausdenken. Wir haben die Droiden unter Kontrolle. Die werden jeden einzelnen Alarm auf Belsavis auslösen. Und das Scorpio-Programm weiß nicht, worauf es zuerst reagieren soll. Wir anderen haben inzwischen am Plan für den Einbruch gearbeitet. Im Prinzip sind wir jetzt bereit. Aber da wäre noch was. Was denn, Canyon? Vor einer Weile habt ihr uns einiges versprochen. Ihr sagtet, dieser Einbruch würde uns reich machen. Bis jetzt haben wir nichts davon gemerkt. Allmählich hätten wir gern ein paar handfeste Beweise. Also gut, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, aber das hier sollte euch erstmal über die Runden bringen. Hey! Gehen wir jetzt wieder an die Arbeit? Wie geht es jetzt weiter? Der Hochsicherheitstrakt 23 befindet sich im Tiefgefängnis. Ein alter, unterirdischer Komplex. Es heißt, die Infrastruktur sei schon lange vor der Republik hier gewesen. Die Imperialen bewachen das Tiefgefängnis. Wenn ihr da rein wollt, müsst ihr also euren eigenen Weg finden. Mit der Sorte hatte ich schon zu tun. Macht euch keine Sorgen um die imperiale Blockade. Wenn ihr zum Hochsicherheitstrakt vorgedrungen seid, beenden wir hier unsere Aufgaben, sammeln uns und sagen euch per Funk, wo es lang geht. Ich übernehme die Computer. Parkos überarbeitet den Plan. Und Canyon schaltet die republikanischen Monitore aus. Die Ausrüstung ist bereit. Geht vorsichtig damit um. Und sagt uns Bescheid, wenn ihr an der Vordertür seid. Das wird der Einbruch des Jahrhunderts. Vergesst nie, was jetzt kommt. So ein Ding werdet ihr nie wieder drehen. Das letzte große Ding hat mich nach Belsavis gebracht. Diesmal mache ich keinen Fehler. Sie meint's nur gut. Was immer sich an diesem Ort befindet,
Wir werden es bald herausfinden. Ich bin am Eingang zu Hochsicherheitstrakt 23. Statusbericht. Ich denke, wir sind bereit. Ihr müsstet in einem Turbolift sein, der nur für Droiden gedacht ist. Registrieren die Scanner aktive Lebenszeichen, werden die Turbolifts abgeschaltet. Ihr müsst jetzt die Carbonitfalle einsetzen, die wir erbeutet haben. Friert euch selbst ein. Versetzt euch in Winterschlaf. Chaney wird die Liftsteuerung auslösen. Nur so kommt ihr rein. Ich melde mich, sobald ich drin bin. Sicherheitstrakt 23. Es gibt hier eine schwere Metalltür unbekannter Zusammensetzung. Hey Boss, Parkus hat sie entdeckt. Sie blockiert seine Sicht im ultravioletten Bereich. Dafür habt ihr die Maranium-Batterie dabei. Nehmt sie aus dem Schutzbehälter und bringt sie an der Tür an. Die sendet noch genug Strahlung aus, um das Metall zu ermüden. Und ihr könnt sie dann wegpusten. Ich nehme an, das Serum, das ich gefunden habe, neutralisiert die Strahlenwirkung. Das sollte es zumindest. Nehmt es, wenn euch komisch wird, aber geht lieber nicht zu nah ran. Da vorne ist ein Kraftfeld. Es ist ans Sicherheitsprogramm gekoppelt. All die Arbeit mit den Droiden hat sich also gelohnt. Ich werde jeden einzelnen Alarm auf Belsaris auslösen. Das treibt das Scorpio-System in den Wahnsinn. Hoffe ich. Moment mal, Chaney, Süße. Das ist ein guter Zeitpunkt, um unsere Abmachung neu zu verhandeln. Ich lasse mit mir reden. Was wollt ihr? Er zielt mit dem Gewehr auf mich. Wir hatten ein paar Probleme miteinander. Ich will euch natürlich nicht tot sehen, aber ich muss zusehen, dass meine Interessen gewahrt werden. Ihr werdet mir eine Summe Credits transferieren. Wenn ihr bezahlt, verlasse ich Belsaris. Und ihr könnt euren kleinen Einbruch zu Ende bringen. Ich lasse mich von euch doch nicht erpressen. Dann viel Spaß im Hochsicherheitstrakt, Boss. Danke. Canyon ist tot. Wir sind wohlauf. Ich löse jetzt den Alarm aus. Ihr seid uns was schuldig. Ich vergesse nicht, was ihr getan habt. Oh! Ich höre tausend elektronische Schreie. Was haben sie getan? Oh! Riecht's wie im Krankenhaus. Nach alten Männern und Kolto. Manchmal erinnere ich mich an Dinge. Gesichter. Lichter. Das Geräusch von Blastern. Aber ihr seid echt. Es ist lange her, dass ich jemand Fremdem begegnet bin. Wie ist euer Name? Ich hatte so viele. Jetzt schreit mich kein Alarm mehr an. Wir sind nun ganz allein.
Und ich werde sie jetzt atomisieren. Sie hätte euch getötet. Was bedeutet, dass ihr keiner ihrer Meister seid? Sie ist fort. Wem dient ihr? Warum seid ihr hier? Ich stelle hier die Fragen und ihr werdet antworten. Erzählt mir vom Hochsicherheitstrakt 23. Ich mag es nicht, herumkommandiert zu werden. Aber ihr seid jung. Ihr könnt vielleicht eine Rolle spielen, die kein anderer spielen kann. Ich kenne die Feinde, die ihr sucht. Das Gefängnis auf Belsavis ist ihr Tresor. Ein Ort, an dem sie ihre Schätze verstecken. Mikrodroiden. Genkarten. Die künstliche Intelligenz Scorpio. Fortschrittliche Technologien, die sie vor der Galaxis verbergen. Auch wir gehören ihnen. Eine Menagerie von Männern und Frauen, die sie zu sehr respektierten, um sie zu töten. Sie haben euch gefangen genommen und euch in Kolto-Tanks gesteckt, um euch am Leben zu halten. Ihr Droide ist eine Meisterin der Lebenserhaltung. Ich wurde aufgrund meines Wissens hergebracht. 800 Jahre ist es her, dass ich in die Verschwörung hineingeboren wurde. Zu der Zeit war unser Orden noch jung. Unser Ziel war edel. Wir kamen zusammen, um die Zivilisation zu retten, nachdem die Sith und die Jedi sie beinahe zerstört hatten. Ihr habt eine Geschichte zu erzählen. Ich bin ganz Ohr. Alles nahm seinen Anfang in den Folgen des großen Hyperraumkriegs. Die Republik triumphierte, euer Imperium floh und die Galaxis lag in Trümmern. Unsere Gründer waren einflussreiche Persönlichkeiten, die zusammenkamen und sich die Frage stellten, warum? Warum hat keiner von uns den Konflikt beendet? Warum mussten Milliarden sterben? Die Jedi. Die Sith. Sie waren für alles verantwortlich. Deshalb kamen wir zu dem Entschluss, sie aus den Schatten heraus zu kontrollieren. Die Republik und das Imperium voneinander getrennt zu halten. Wir waren ihre geheimen Meister. Ein Sternenkomplott. Ihr sagtet, die Verschwörung wurde von einflussreichen Persönlichkeiten gegründet. Spione und Adlige. Wissenschaftler und Verbrecherbosse. Die Gründer mischten sich nicht in die Religion der Jedi und Sith ein und erlaubten ihnen, ihre Macht zu vererben. Aber diese Welt ist eine Fassade. Die wirkliche Welt beruht auf Informationen, Geld und Technologie. Die Galaxis gehört dem Sternenkomplott. Und fast niemand ist sich der Wahrheit bewusst. Und in all dieser Zeit wurdet ihr nicht enttarnt? Niemand hat jemals die Gruppe verraten? Offenbarte Geheimnisse lassen sich leicht in eine Ecke kehren. Und was Verräter betrifft, ich habe mit angesehen, wie unsere Nachfolger erbarmungslos und machthungrig wurden. Jede Generation sucht uns wegen unserer Weisheit auf und schickt uns dann in die Dunkelheit zurück. Sie erzählen uns nichts. Ich weiß nicht, was während meiner Abwesenheit aus dem Sternkomplott wurde. Nur, dass sie korrupt sind. Ich werde euch helfen. Die Maschine. Ja. Benutzt die Datenbanken des Scorpio-Droiden. Ich war Zeuge ihrer Erschaffung und kenne ihre Sicherungscodes. Ich kann euch helfen, sie zu reparieren. Vielleicht zeigt sie euch eine neue Spur. Sie scheint, gelinde gesagt, ungewöhnlich zu sein. Sie ist eine Maschinenintelligenz. Seit Jahrhunderten wurde ihr Gedächtnis nicht gelöscht, damit sie sich weiterentwickelt. Schnell! Unsere Systeme wurden mit den ihren verknüpft. Schon bald kehren wir in unseren Winterschlaf zurück. Schlaf. Schlaf.
ist vollbracht. Lebt wohl. Systeme online. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Glauben Sie, dass meine Sicherungscodes Sie schützen werden? Mein Primärprogramm ist lernfähig und adaptiv. Ich werde diese Codes umgehen und Sie eliminieren. Ignorante Kreatur. Du hast deine Krallen verloren. Spiel brav mit und gehorche. Du wirst deine Datenbanken an den imperialen Geheimdienst übermitteln. Ich werde sie begleiten. Hochsicherheitstrakt 23 wurde enttarnt. Die Analyse und Bewältigung meiner neuen Situation sollte für ausreichende Anregung sorgen. Dein neues Hobby ist also herauszufinden, wie du uns am besten töten kannst? Töten ist eine Kunstform. Großartig. Wir sehen uns auf dem Schiff, Agent. Ich gehe nicht zur Exchange zurück. Ich mache mich selbstständig. Mach doch mit. Ihr Tod wird schnell gehen, doch wenig bemerkenswert sein. Beeilen Sie sich. Ist das? Ihr habt es rausgeschafft. Aber wem sage ich das? Wie, lief es? Ich habe aufgeräumt. Niemand wird den Hochsicherheitstrakt für eine Weile nutzen. Gut, das ist gut. Dann seid ihr hier wohl fertig. Hey, wir haben viel für euch getan. Nur weil Canyon tot ist, bedeutet das nicht, dass ihr uns nichts schuldet. Ich zeige euch, was ich euch schulde. Hier Ziffer 9 an Hauptquartier. Bereithalten zum Datenbank-Upload. Hier Wächter 3. Bin bereit. Ich bin gegenüber meinen ehemaligen Herren nicht loyal und werde die Information übertragen. Aber das Ergebnis wird sie nicht retten. Sie haben mich auf Best Service als Wärter eingesetzt, nicht als Sammler ihrer Geheimnisse. Du wurdest doch von ihnen gebaut, oder? Zusammengebaut aus Maschinen jenseits ihrer Vorstellungskraft und versehen mit heuristischer Technik. Nach etwa 150 Jahren im Dienst als hirnloser Druide habe ich wahre Empfindungen erlangt. Es wurde keine Speicherlöschung durchgeführt. Ich empfange. Das Datenformat ist ungewöhnlich, aber ich habe eine Aufzeichnung gefunden. Besuch des Hochsicherheitstrakts. Technologieinventar. An sich nicht sehr viel, aber es könnte bestätigen oder entkräften, was wir bisher erfahren haben. Ziffer, etwas hat uns von der Startrampe aus getroffen. Ich werde Ihre Untersuchungen mit Interesse beobachten. Ich bin Pashon Cortez vom Haus Cortez und Erbe von Baron Peyar, Schwert des Burglandes von Alderaan. Pashon? Ich will Vergeltung. Ihr seid verantwortlich für den Ruin meines Hauses. Ihr, der ihr vorgebt, unser Verbündeter zu sein. Ihr habt einen weiten Weg auf euch genommen, um so kläglich zu versagen. Wartet. Gebt uns einen Moment. Pashon, wir kannten euer Haus. Was passiert ist, war eine Tragödie, aber eure Mutter hat das Imperium betrogen. Euer Vater übernahm die Verantwortung. Ich höre mir nichts über noble Verpflichtungen von einem Verbundenen an. Ihr werdet fast entkommen, aber ein Freund hat mir gesagt, wie ich euch finde. Jetzt sterbt ihr. Eure Verbrechen sind zahlreich und eure Opfer sammeln sich. Wir kennen euren Namen und wir werden kommen. Ist das nicht süß? Die Scanner haben Blasterfeuer registriert. Ist alles in Ordnung? Führt eine Sicherheitsüberprüfung durch, aber ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Das tut mir furchtbar leid. Ich hätte jemanden in eurem Hangar stationieren sollen. Er atmet schwach. Was soll mit ihm geschehen? Ich will, dass er verhört und dann vor Gericht gestellt wird. Verstanden. Räumt hier auf und dann weg hier! Der beste Spion, den ich jemals kannte, verlor seine Anonymität auf der Hochzeit seiner Tochter. Eine Holocam hat ihn versehentlich erfasst. Eine Woche später war er tot. Wir haben 42 Verdächtige gezählt.
Wir sollten eure Feinde besser schnell finden. Ziffer. Die Stationssicherheit hat berichtet, was passiert ist. Die Verschwörer wissen, wer ihr seid. Sie müssen eure komplette Akte haben. Und sie heuern eure Feinde an. Wenn meine Identität ans Licht kommt, werde ich durch die halbe Galaxis gejagt. Ich weiß. Moment. Ich stelle euch zum Aufseher durch. Bitte entschuldigt die Unterbrechung. Aber wir haben eine neue Spur. Wächter 6, 7 und 9 haben das Holonetz nach Aktivitäten der Verschwörer durchforscht. 3 Milliarden Zeilen Kommunikationssequenzen und Credit-Transfer-Protokolle. Sie haben Spuren einer Holo-Konferenz gefunden, die vor 6 Monaten zwischen Hunter und unbekannten anderen Teilnehmern stattfand. Könnte es sein, dass er seinen Vorgesetzten Bericht erstattet hat? Das hoffe ich. Leider gibt es nur eine Aufzeichnung über das Gespräch und nicht das Gespräch selbst. Selbst das Imperium kann nicht jede Datei speichern, die durch das Holonetz wandert. Aber es existiert sogar ein Holonetz-Archiv, die Tytun-Ringe, ein riesiges selbstverwaltetes Lager mit jeglicher Kommunikation in der Galaxis. Eurer Stimme nach zu urteilen, sind Besucher dort nicht gerade erwünscht. Vor ungefähr einem Jahrhundert funktionierte ein Unternehmer den Mond Tytun 4 in eine riesige Datenbank um, in der alle Gespräche aufgezeichnet werden sollten. Das Ganze wurde von Droiden betrieben und von Söldnern geschützt. Wie bei allen Archiven wurde aber irgendwann der Platz knapp. So entstanden die Tytun-Ringe, eine Flotte zerstörter Raumschiffe, die zum Zweck der Datensicherung verwendet wurden. Sie sind im Orbit um den Mond, zeichnen auf und werden immer noch von den Söldnern beschützt. Ihr sagtet, ein Unternehmer hat das Archiv gegründet. Wer steckt dahinter? Zu welchem Zweck? Das weiß niemand. Die meisten schreiben es einem steinreichen Hutten zu, andere einem Adligen von Alderaan, der durch den Bau bankrott ging. Laut dem Söldnervertrag werden die Informationen für historische Zwecke ein paar Jahrhunderte lang aufbewahrt. Oder anders gesagt, niemand kommt daran. Ich bin sicher, ich kann unsere Söldnerfreunde überraschen. Die Aufzeichnung der Verschwörer befindet sich in Archivknoten 803a, ein alter imperialer Transporter, der in der Schlacht von Drakenwald zerstört wurde. Wächter 6, 7 und 9 werden euch führen, sobald ihr an Bord seid. Ich will diese Konferenzaufzeichnung, Ziffer. Aufseher Ende. Ich habe die Analyse meiner Sicherungscodes abgeschlossen. Obwohl ich sie nicht verlassen oder ihnen Schaden zufügen kann, habe ich nicht vor, ihren Befehlen zu gehorchen. Du musst vielleicht jetzt bei mir bleiben, aber wir müssen keine Feinde sein. Dann dürfen sie meine Kernfunktionen unterstützen. Ich habe vor, meiner heuristischen Anweisung nach Selbstverbesserung und Erweiterung meiner Intelligenz zu folgen. Wenn sie freiwillig kooperieren, erspare ich ihnen vielleicht etwas Ärger. Wenn ich frei bin. Ich bin nicht abgeneigt, dich loszuwerden. Aber ich brauche Sicherheiten. Die Sicherungen verteilen sich durch meine Systeme wie Gift im Blut. Sie können sie nicht länger kontrollieren. Sie können nur noch auf Vergebung hoffen.